Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist zu einem Besuch in Israel eingetroffen. Er will dem Land nach dem Großangriff der radikal-islamischen Hamas die Solidarität Frankreichs zusichern. Macron traf sich in Jerusalem mit Präsident Isaac Herzog und will Regierungschef Benjamin Netanyahu treffen. Nach offiziellen Angaben will Macron an Israel appellieren, bei den Gegenangriffen auf den Gazastreifen die palästinensische Zivilbevölkerung zu verschonen. Macron will sich auch für eine humanitäre Feuerpause einsetzen. Eine solche ist in der EU umstritten. Auch die USA sind dagegen. Sie befürchten eine Stärkung der Hamas. Macron traf in Tel Aviv Angehörige von französischen Staatsbürgern, die von der Hamas getötet oder verschleppt worden waren. Als Reaktion auf den Großangriff der radikal-islamischen Palästinenserorganisation am 7. Oktober nahm die israelische Armee den von der Hamas kontrollierten Gazastreifen unter anhaltenden Beschuss. Tausende Menschen wurden auf beiden Seiten getötet und verletzt. Vor Macron waren unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden in Israel.